Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Singleplayer aus Broke. Und ich muss euch heute ein bisschen was erzählen, während ich hier den Service-Anhänger vom Feld zurück zum Hof fahre. Ihr habt ja die Folge heute Mittag gesehen. Wer nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, wer sie gesehen hat, der weiß, Timelapse Rübenernten. Rübenroden hier auf der Map dauert Ewigkeiten, dauert lang, das wissen wir alle. Rüben allgemein dauert lang. So. Nur habe ich schon. Hallo, fährst du bitte? Jetzt habe ich schon extrem lange Mais gehäckselt und jetzt die Rüben. Mir ist dabei etwas aufgefallen und ich hatte überlegt gehabt, ob das hier überhaupt noch so. Ja, wie lange? Wie lange macht man hier auf der Map, ne? Ich meine, Willi wird ja irgendwann mal wiederkommen. Das heißt, wie lange ist man noch in Broke? Wann fährt man, muss man hier weg? Wann ist denn die Zeit gekommen, woanders hinzugehen? Etc. etc. Und während dieser Überlegung hat tatsächlich mein Handy geklingelt. Willi hat angerufen und hat gesagt, er kommt morgen aus dem Krankenhaus wieder. Nun ist natürlich die Sache, die, dass wenn er morgen aus dem Krankenhaus wiederkommt, er natürlich auch gleich wieder voll, ne? Ich sagte so, willst du Pause? Nö. Gleich wieder voll rein. Bedeutet also im Umkehrschluss, wir sind arbeitslos. Ich hab ihm gesagt gehabt, ich könnte ihm noch helfen, aber er sagte so, nö, er hat ja seine Leute. Ein bisschen nett fand dafür, dass ich jetzt hier für ihn die Zeit übernommen habe. Ist auch egal. Ne, das ist halt Willi. So kenne ich ihn. Das war schon in der Stappenbach nicht anders. Was wir jetzt allerdings haben, ist, wir werden uns hier von diesem Hof verabschieden. Wir werden die Broke verlassen. Wir werden die Ostsee verlassen, so schön ich sie auch finde und so gerne ich auch an der Ostsee bin. Wir werden sie verlassen. Das heißt, diese Folge jetzt hier, ein kleiner Real Talk zwischendrin, ist die letzte Folge von der Broke. Morgen wird nicht mehr von der Broke aus eine Folge kommen. Dementsprechend, richtig, wird es morgen Nachmittag um 14 Uhr oder ab 14 Uhr, ihr kennt das, keine Folge, kein Livestream mehr von der Broke geben, sondern, ups, es wird einen Livestream geben von einer anderen Map, also von einem anderen Hof, ich werde es noch nicht verraten, wohin es geht. Ich sag mal so, vom Design der Map her wird sie euch, also von der Größe her, von der Aufteilung her, wird sie euch verdächtig bekannt vorkommen. Ich kann euch jetzt schon mal spoilern, es wird nicht die Kleinsternhof sein. Es wird auch nicht die Holzer-Map sein. Es wird auch nicht die, wie heißt die andere? Die Hopfach sein. Die Swiss Touch ja sowieso nicht. Das ist die Map von meiner Frau und mir. Die wird ab morgen auch wiederkommen, definitiv. Sondern es wird eine andere Map sein. Aber vom Design her wird sie euch bekannt vorkommen. Ich habe so eine ähnliche Map schon mal gespielt. Ich verrate euch extra nicht welche. Von daher werdet ihr da durchaus Parallelen zu erkennen. Von der Map her. So. Wie das Ganze sein wird. Was gemacht wird. Was. Ja, ich sag mal, was an Fahrzeugen kommt. Was an Tieren kommt. Etc. Davon müsst ihr euch leider überraschen lassen. Ich werde euch jetzt noch nichts spoilern. Ich werde euch nur eins werde ich euch spoilern, während wir hier noch einmal kurz rübergehen. Es wird nicht nostalgisch. Also wir gehen jetzt nicht hin und es wird da jetzt nicht Ostfahrzeuge drauf geben oder sonst irgendwelche Oldtimer. Das ist nicht der Plan. Weil wir unter anderem ja zum Beispiel hier die Global Company, das ist ja mit dabei, weil wir das ja, oder weil ich das ja weiter ausprobiere und weiter damit arbeiten möchte. Es wird aber auch nicht zu modern. Sprich, sowas wie
Terragator, Xerion, Fendt Ideal oder hier die großen Sachen, habe ich nicht vor. Telelader schon. Definitiv. Na, also ich will das Ganze ein bisschen, es soll wieder ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesitteter. Wie gesagt, ich habe da schon was abgeklärt mit dem Hof. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen, da könnt ihr auf jeden Fall Spaß bei haben. Oder ihr werdet Spaß haben, wir werden Spaß haben. Und von daher denke ich mal, da wir im letzten Rundgang hier beim Hof, es ist alles abgeschlossen, es ist alles so, wie wir das wollen. Oder auch nicht. Werden wir den Hof verlassen. Ihr werdet bestimmt einige Sachen von hier definitiv wiedersehen. Das Ganze, kann ich euch jetzt schon mal sagen, ist ein Hof, der ist schon vorgegeben. Ich hatte ursprünglich gesagt, ich nehme keinen vorgefertigten Hof. Ich mache das lieber so wie jetzt hier. Hier war auch schon ein bisschen was vorgegeben. Ich mache es lieber selbst. Allerdings ist der vorgegebene Hof, der entspricht schon so, wie ich es auch machen würde. Deswegen nehme ich den, so wie er ist, und werde ihn selber noch ein bisschen umbauen, ein bisschen umgestalten. Das Ganze ein bisschen, ja, für mich anpassen, ne? Ist ja kein Geheimnis. Ich meine, ja, wir machen ein Let's Play. Ja, wir bringen auch Roleplay ein. Das kennt ihr. Ne? Es ist jetzt gerade, der Übergang ist jetzt gerade nicht Roleplay, weil ich euch das gerne erzählen möchte. Und es wird auf jeden Fall auch noch andere Sachen geben. Ihr könnt gespannt sein. So, jetzt werden wir uns aber mal, na, wir haben ja jetzt hier unsere beiden Pferde verladen. Die müssen wir auch wieder mitnehmen, logischerweise. Und Bello nehmen wir natürlich auch, Bobbele nehmen wir natürlich auch mit. Bobbele kommt wieder mit rüber. Und wird auch auf der neuen Map da sein, definitiv. So, der sitzt ja quasi, ne, immer imaginär im Auto. Man sieht ihn ja nicht, er ist angeschnallt, ne. Wäre schön, wenn man den Hund mit reinnehmen könnte. Oder auf die Ladefläche, weißt du? Im Trailer vom LS groß die Ladefläche gezeigt, wie der Hund drauf sitzt. Und dann geht's nicht. Na, wäre schön. So. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall mal hier los. Werden die Brook verlassen. Ich werde euch, für den Fall, dass der ein oder andere das erwartet, nein, es wird in dieser Folge nicht vorgespoilert. Es ist nicht diese typische Übergangsphase von mir, wo ich jetzt hier losfahre und komme dem anderen an. Das habe ich extra mal nicht gemacht. Ihr sollt euch überraschen lassen. Ihr sollt morgen Nachmittag 14 Uhr bei dem Stream euch überraschen lassen, wo es hingeht. Ich werde auch das Thumbnail so gestalten, dass ihr nicht unbedingt seht, wo es hingeht, aber dass ihr seht, was vielleicht so maschinentechnisch angesagt ist. Uah, jetzt bin ich falsch abgewogen. Kalkhorst. War das die Richtung? Ich glaube, ja. War doch richtig. Und daher könnt ihr euch überraschen lassen. Lasst euch überraschen. Genießt es. So. Nur aber los. Das Ganze wird jetzt ein bisschen dauern, die Fahrt. Von hier aus dahin. Ich glaube, wir müssen, ich weiß gar nicht, einmal quer durch. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Wir fahren jetzt von der Ostsee aus. Fahren wir ein bisschen runter. Ich muss ganz ehrlich, ich kann ja auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Die Brook ist eine schöne Map. Gar keine Frage. Sie ist für den Multiplayer mehr als geeignet. Also wenn ihr mit vielen Leuten drauf spielt, also zu dritt, zu viert, na, zu zweit geht auch schon, dann ist das eine geile Map. Für einen alleine, wer die Zeit hat, auch. Definitiv. Bei mir ist halt das Problem, dass ich nicht die Zeit habe, um diese Map groß weiterzuspielen. Na, also ich sag ja 30 Stunden Maishäckseln und jetzt ungefähr schon mal 5 Stunden reelle Zeit Rüben gerodet. Sind wir ehrlich, das ist heftig. Das ist eine lange Zeit und die Zeit kann ich einfach nicht investieren. Das geht nicht. Dazu gibt es zu viele andere Sachen, die anstehen. Es gibt auch noch zu viele andere Projekte, die sich hinten anstellen müssen, aufgrund der Länge von der Vorbereitung. Es bringt ja nichts, wenn ich euch 20 Folgen zeige, wie ich Rüben rode. Mal ehrlich, wer guckt das noch? Das guckt dann keiner mehr. Dann sagen sich die Leute auch, du, hey, 20 Folgen, schön und gut, aber lass mal lieber, ne? Und von daher ist die Entscheidung auch gefallen, ne? Das Ganze jetzt mal ein bisschen hier
wie es ist, die Map zu ändern, zu wechseln, zu verlassen. Einfach in der Hinsicht, das Ganze ein bisschen kleiner zu machen, ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, vor allen Dingen auch. Na, ich meine, es gibt ja noch ein paar Sachen, die anstehen im LS, definitiv. Das erste DLC kommt. Na, das müsste eigentlich morgen. Morgen müsste das erste DLC kommen. Stimmt. Kommt auch noch erschwerend dazu. Und von daher ist das hier ein bisschen groß. Sind wir ehrlich. So. Außerdem gefällt mir die andere Map optisch schon mal schöner. Also optisch im Sinne von, sie entspricht wieder meiner Spielweise. Große Maschinen, super. Mit mehreren Leuten, sehr gerne. Wobei, sind wir ehrlich, würden meine Frau und ich die Swiss Touch nicht zusammenspielen. Da sind wir, ich sag's euch, wie es ist. Würden wir die nicht zusammenspielen, wäre das meine Map. Dann würde, hätte ich da jetzt angefangen im Singleplayer, zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskam. Weil die Map absolut genial. Mit den Bergen, ich find's geil. Und das war auch noch mit ein ausschlaggebender Grund. Na, hier schön und gut. Die andere Map liegt uns mehr. Glaubt mir, Leute. Ihr werdet euch freuen, ihr werdet Spaß haben. Das wird cool. Wenn ich euch morgen im Stream, Hofrundgang, ab 14 Uhr. Und dann fangen wir morgen Abend mit der ersten Folge von dieser Map an. Und werden ab dann auch auf dieser Map spielen. Da werde ich euch dann auch die Sachen vorstellen. Bis, sind wir ehrlich, bis eine sehr gute Ersatzmap dafür kommt, wo es sich dann lohnt zu wechseln. Also ich werde jetzt nicht permanent Map-Hopping betreiben, das mache ich nicht. Ist nicht mein Stil. Na, jetzt, die Broke waren jetzt 18 Folgen. Plus, ich glaube, 2 oder 3 Streams. Also wir müssten eigentlich so um die 20, 21 Folgen sein mit den Streams. Ist ein kleines Projekt. Ne, dem ich aber einen Abschluss hier gebe, indem ich jetzt die Map verlasse. So. Aber was ich euch, um was ich euch mal bitten möchte, ist, wie seht ihr das? Projektwechsel steht jetzt an. Neues Projekt. Ihr könnt ja gerne mal Rätsel raten in den Kommentaren unten, welche Map es wird. Wäre mal interessant zu wissen, ob da jemand drauf kommt. Unten in die Kommentare. Dann auf jeden Fall, wie ihr das Ganze findet. Bitte nicht reinschreiben, was ihr für Fahrzeuge gerne hättet oder sonst was. Bitte nicht. Ich habe genau einen Plan, was es gibt. Tatsächlich mal. Ich habe einen genauen Plan, wie das Ganze aussehen soll, wie das Ganze gestaltet wird. Und deswegen bitte schreibt nicht rein, was ihr für Fahrzeuge gerne hättet, was für Fahrzeuge ihr nicht gerne hättet, etc., etc., etc. Überlasst das bitte mir. So wie immer. Ich entscheide, was in meinem Projekt für Fahrzeuge vorkommen. Und deswegen lasst euch erst überraschen. Ihr könnt hinterher können wir immer noch über konstruktive Kritik das Projekt betreffend reden. Aber in dem Falle lasst es mich bitte entscheiden und lasst es auf euch zukommen. So, jetzt sind wir hier nochmal ganz kurz. Hier, wo nämlich der Willi weitermacht. Hier, wo der kleine Rübenhaufen liegt, den wir ja heute gemacht haben. In dem 12 Uhr Video habt ihr es ja gesehen. Da sind wir ja hier weiter. Da hat er einiges, was er abholen kann, ne? Und ich würde sagen, die Folge ist jetzt zwar ein bisschen kürzer, aber es gibt nicht mehr viel zu sagen. Wenn ich jetzt hier noch weiter rumfahre und euch hier weiterhin erzähle, was so Tolles sein wird, dann werdet ihr nur sagen, ja, was soll denn der Scheiß? Hör doch mal auf zu quatschen. Macht doch mal. Und deswegen soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen Nachmittag ab 14 Uhr bei dem Stream dabei seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr gerne noch ein Abo da lasst. Wenn ihr gerne ein Like da lasst. Schreibt einen Kommentar bezüglich welches Projekt es werden könnte, welche Map es werden könnte, was kommen könnte. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.